So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Oh Mann, Freunde, sind bei Battleground, dem letzten Pay-Per-View vor SummerSlam, und da hoffen wir vielleicht eine Fehde zugewiesen zu bekommen, oder war doch immer, wir sind mittlerweile, Alter Leute, wir sind im Ranking auf Platz 3 und haben jetzt ein Match gegen den Number 2 Contender Goldust. Bei Battleground ein normales Match, und wenn alles klappt, sind wir dann vielleicht auf dem zweiten Platz oder so. Ich probiere mein Bestes. Ey, das wird ein Spaß. Und deswegen würde ich mal sagen, auf geht's, machen wir noch mal kurz Entrance an. So, Pay-Per-View-Matches, da kann man kurz mal die Entrances sehen. Gegen Goldust wollte ich ja vor ewigen Episoden oder vor einigen Episoden schon eine Fehde starten. Dann kam aber Seth Rollins uns in den Schritt. Nee, wie sagt man? Er kam in unseren Schritt. Ja, so sagt man das. Er kam in unser Sichtfeld. Nee, wie sagt man das? Er kam uns in die Quere, das wollte ich sagen. Dann kommt Raw. Ja, ich weiß, dass dann Raw kommt. Aber wir wollen ja, ich meine, auch Sprecher von Pay-Per-Views. Aber ich hoffe, dass wir da eine Fehde zugewiesen bekommen oder dass wir irgendwie Number 2 Contender werden. Jetzt. Und dann der IC Championship immer näher kommt. Verdammt nochmal, wir wollen jetzt IC Champion werden. Und sobald wir Champion sind, können wir den auch wieder verlieren. Ist mir egal. Aber ich will die ganze Rangliste nicht umsonst abgeklammert haben. Ja. Achso, Zigzag kommt hier. Na, oder doch, Ziggler kommt bestimmt wieder bei Raw, das wird ja. Entrance seit WWE 12. Achtung! Ja, reicht. Goldust. 5 Sterne Match incoming. Und er hat auch nur 3 Slots zum Content. Das kommt mir doch gelegen. Via Pinfall, sage ich nur. Holen wir uns den Sieg heute. Via Pinfall. Alright. Ganz gechillt. Money. Got a dollar. Na? Ja, der Goldust, der ist gut dabei. Vor kurzem ist Return, ne? Ich hab gar nicht so viel von dem mitbekommen. Ja, ich guck bei aktuell durch die WWE-Schluss nur durchskippe. Bisschen doof. Aber aktuell reichen mir die Top 10 Raw-Moments, die auf die WWE-Channel hochgeladen werden. Am Anfang gucke ich meistens noch und dann halt keinen Bock mehr auf Raw. SmackDown sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, wer das letzte Mal SmackDown geguckt habe, schon einige Monate her. Aber Pay-Per-Views gucke ich mir meistens mehr an. Nicht komplett weiß, oder nicht, also nicht immer komplett, aber mehr. So, hören wir auf hier. So, also, ganz gechillt, ging das ganze Ende, nur mit Ruhe. Guckt man sich hier den Sieg. Vor allem, er hat schon wieder mehr Momentum als wir. Wie ist das schon wieder möglich, hä? Können wir das erklären? Und ich habe auch noch nicht ganz verstanden, warum ändert sich ab und zu die Farbe hinter die Profilbilder? Habt ihr gerade gesehen? Bei Axel hat sich das von Rot auf Blau gerade geändert. Oder auf Grau, oder ist Blau-Grau. Irgendwie komische Welt. So, muss ich ausnutzen. Cody mit 0 Corner Slots. Fast. Killing me right. Schon wieder too late. Jetzt reicht aber. Pass auf. Pillenversuch. Ein bisschen Momentum kann man ihm ruhig schenken. Was hat er denn überhaupt? Weil er Shattered Dreams und so ein Scheiß, ne? Standing in front, corner, bla, certain call. Oh, that, the curtain call. Certain curtain call. So. Standing behind. Alles in der Ecke. Alles in der Ecke von hinten. Endet nicht gut. And the winner via Pinfall Alexander Gold. Na hoffentlich. Das hoffe ich doch. Das wert doch mal. Und dann im Ranking schnurstracks nach oben. Auf Platz 2. Das wert doch. Das würde ich gerne haben. Ist das zu viel verlangt? Ich denke nein.
Und bam. Submission würde natürlich auch gehen, aber ich möchte wirklich via Pitfall wieder versuchen. Das ist so eigentlich mein Ziel so bei den Pay-Per-Views. Vielleicht jetzt ich auch Quark. Vielleicht habe ich gelogen. Und ändere meine Meinung in den nächsten 4 Folgen. Mal wieder. Zack. Okay, aber wir können ihn ruhig mit der Submission ein bisschen Schaden zufügen. Wo haben wir sie denn? Wir können auch wieder Boston Crab einmal ganz locker-flockig gewinnen, wenn wir wollen. Das aber das wollen wir auch nicht. Das ist ja langweilig. Ja, das ist ja langweilig. So. Oh, guck mal. Schade, dass ich nicht weitermache, was? Schade, dass ich nicht weitermache. Okay. Dann kommen wir langsam wieder auf das Level von Gutas vom Momentum her. Guckt euch das mal an, er hat 83. Und dann sollten wir mit ein paar Signature Moves und so weiter gut bedient sein. Wir können auch Shattered Dreams einfach mal klauen. Und tritt. Vor allem, warum Shattered Dreams überhaupt erlaubt ist. Das ist ja also ein offensichtlichere Loblo-Aktion gibt's ja gar nicht. Ne? Pin! Ende. Come on. Der kickt aus. Der kickt einfach aus! Na, willst du ein paar zertrümmerte Träume erleben? Schöne Konteranimation. Schöne Konteranimation, hab ich gesagt. Eher ein Finisher, ne? Komm, Final Cut, Konter. No. Fuck. Oh ne, der Matten um Timo mit. Doch nicht. Help in DDT. Scheiße. There's a fine line between genius and lunacy, and he's made sure no one will ever forget the name Goldust. Kleine Finisher, wie man gesagt. Hab ich doch gerade probiert. Da finde ich jetzt ein bisschen mies. Da ich jetzt auch noch den April Dignity abbekomme. Ey, das. Bin ich nicht gelaufen. Aber wir kriegen das hin. Freunde. Keine Sorge. Ich schaff das noch. Just trust. In Franz wie Trust. Ne? Nichts Neues. Können in den Ring langsam gehen. Stamina. Können wir auffüllen, also gut, halt mal an. Wenn ich ein bisschen war, dann habe ich gleich 2 volle Stamina-Leisten. So lässt sich leben. So kann ich es mal leben. Stamina-Coil. Stamina. Okay. Zur Not kommt es lieber, genau. Ganz einfach. Zur Not geht das schon. Willst du vielleicht nochmal. Willst du vielleicht nochmal ein Cover ansetzen? Oder. Was hast du hier so für Pläne, die Aufzug? Okay, Scoop Slam. Standardmäßig. Und dann gehen wir aufs zweite Seil. Und springen den ganzen weiten Weg über den Ozean und treffen ihn fast. Wir haben ihn orange am Tor. Wir haben mit dem Finisher klauen, hat nicht so ganz funktioniert. Das hab ich gesagt! Okay. Das konnte er wirklich einfach locker flogig. Wir haben 3 Sterne. Der geht fürs Cover. Ich komme in den Signature Move durch den Kickout. Nice. The big guy. Na. Willkommen zu Suplex City. Okay, die 3,5 Sterne voll. Und dann. Ja, wir messen mal wieder mit Lagerbomb, ne? Haben wir lange nicht mehr gesehen. Ob wir Lagerbomb gewinnen? How about it? Oh. Oh. Pin! Ropeway, so eine Kacke. Hab früher gesehen. Ja, den halt. Out of nowhere! Nein, komm, brech ab.
Was machen wir denn da? Womit gewinnen wir denn? Was ist ein guter Finisher für Axel? Ja, Finisher klauen wäre eigentlich schon ganz cool. Okay, pass auf. Wir probieren es. Holen wir uns nochmal einen Finisher. Wir versuchen den Finisher zu klauen. Ich hoffe, das klappt. Ja, ja. Okay, kriegen wir hin. Ohne Probleme. It may be it. I don't think so. Mach einen harten Schlag. Das wäre natürlich. Schade. Spear wäre cool, aber haben wir nicht. Ein Moveset. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, nö. Alter, doch nicht verlieren jetzt wieder Submission. Oh, nö. Ah! Dude! Dude. Dude. Oh, das war also unknapp, du. Ich hab das Ende des Matches schon vor meinen Augen gesehen. My own fucking eyes. Guck mal. Kann ich genauso gut. Stillstand. Oh. Das Cover, das wäre natürlich jetzt gewesen. Freundchen. Du willst es nochmal wissen, wa? Du wolltest es nochmal wissen. Du wolltest es nochmal wissen. Und komm. Vier Sterne! Vier fucking Sterne! Und. Alter. Müssen wir Cover machen vielleicht? Klar. Alles klar. Oh. So, jetzt hier kommt Shattered Dreams. Shattered Dreams. Shattered Dreams. Der offensichtlichste Low-Blow aller Zeiten. Vielleicht. Eventuell. Demnächst. Hier im Let's Play. Hier im Let's Play. Was ist das wieder fürs Cover, wa? Nee, den habe ich gekonnt. Nice. Du sollst jetzt aufstehen. Aber der hat seine Cornerslots alle voll. Oder ernsthaft? Okay, durch. Alle Männer halten sich die Augen zu. Oh, good old replay. Oh, god damn it. Ja, Pin. Eins, zwei. Das war wohl gut, lieber. Hier, falls ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nochmal gucken. Augen zu und durch. Da bist du noch so ein richtiger. Da fehlt der Ding-Sound von No Mercy, ne? Der fehlt mir da voll. One. Der. Zwei. Da grinst er. Vier Sterne-Match. Ey, komm. Bring mich jetzt auf Platz 2. Will ich ja wohl hoffen. Nun, zeig mal, was du drauf hast. Sind wir jetzt auf Platz 2? Oder sind wir jetzt auf Platz 1? Komm, Freunde. Liebe Freunde, liebe Friends. Platz 4 wäre nice, ja. Dann hättet ihr wohl gerne. Come on. Come on. Come on. Komm schon. Ja. Gut. Und wo ist gut das jetzt? Ach, der ist aus dem List. Okay. Wie doof. Er fliegt runter, aber wir stagnieren. Okay, wir haben als nächstes ein Match gegen den Batista. Dann in der nächsten Episode.
Wie Batista da eine Rolle spielt, weiß ich noch nicht so ganz, aber da fahren wir dann. Vielleicht bekommen wir dann einen Rivalen zugeschrieben. Wäre voll nice, ne? Also, mit welches Video muss ich geben, Airblock ausschalten, mal fahren, sauber und schauen, bis zum nächsten Mal rein und ciao!